Da ruft jemand an, ich habe einen Laufzeitfehler 6 Überlauf. Und wenn man fragt, wo und warum, keine Ahnung, er steht nicht da. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin der Mike von Computer Systems for You. Heute schauen wir uns wieder ein bisschen eine Runde VBA nach einer längeren Durststrecke auf meinem Kanal. Ich war leider seit Dezember so eingedeckt, dass ich keine Zeit mehr hatte, irgendwie großartig Games aufzunehmen. Sind alle Projekte stehen geblieben, VBA ist ein bisschen hängen geblieben, aber wie dem auch sei. In dieser Runde heute geht's um die Fehlerbehandlungen. Und Fehlerbehandlungen sind recht wichtig, wenn man umfangreichere Projekte schreibt. Aktuell bin ich jetzt auf das Thema gekommen, weil ich für einen Kunden von mir ein recht umfangreiches Skript geschrieben habe, so mit 40, 50 Subs inzwischen, so 20, 30 Formularen, also richtig umfangreich, was auch rechtliche Konsequenz hat, wenn das nicht funktioniert. Und da habe ich auch Fehlerbehandlungen drinnen, die mir zum Beispiel eine E-Mail senden, wenn hier was schief geht. Das werden wir jetzt nicht behandeln, aber dass man weiß, was es geht. Ich öffne mal den VBA-Editor mit Alt F11. Rubber Duck, bitte nicht wundern, das ist jetzt kein anderer VBA-Editor, das ist eine Erweiterung, die es gibt. Mit dem kann ich zum Beispiel Unit-Tests generieren oder kann mir andere Sachen hier anschauen. Das werden wir jetzt nicht behandeln, das wird zu weit führen. Ich habe mir hier zwei Subs vorbereitet, einmal dreimal aufrufen. Das heißt, ich rufe dreimal die Fehler erzeugen auf. Einmal hätte uns hier gereicht. Wir haben nur eine Zählervariable, 1 bis 3. Er ruft dreimal diesen Fehler erzeugen auf. Und ich möchte den Fehler erzeugen hier aufrufen. Und hier haben wir Anzahl A und B, jeweils Integerzahlen. Wir erinnern uns, das sind etwa 32.500, 600 Inhalte, also kriegen können. 32.500. Maximal, was wir kriegen können bei Integer. Das ist so die kleine Variablenkunde, die ich damals gemacht hatte. Ja, wir starten bei 0 und erhöhen in jedem Durchlauf immer um 500. Was wird passieren? Was muss passieren, wenn man das jetzt startet? Egal von wo weg, kriegen wir einen Überlauffehler. Weil wir irgendwann mal in dieser Endlosschleife über diese Grenze von 32.500 kommen. Das heißt, wir sind 32.500, ich glaube 32.614, glaube ich, sowas war das. Nagel mich nicht fest, aber so ungefähr. Wie kann ich das verhindern? Wenn ich das jetzt nicht weiß und ich gehe jetzt immer weiter hier, kann ich zwar nicht, aber wenn ich fortfahren möchte, kriege ich einen Überlauf und das Clip bricht ab. Und das ist für einen Endbenutzer super schlecht, wenn so eine Fehlermeldung kommt. Da ruft jemand an, ich habe einen Laufzeitfehler 6 Überlauf. Und wenn man fragt, wo und warum, keine Ahnung. Er steht nicht da. Ganz großes Kino. Ich beende hier an dieser Stelle. Dazu haben wir mehrere Möglichkeiten, wie wir Fehler behandeln können. Und zwar die erste, die wir schon mehrfach gemacht haben, ist mal, ich mache mir hier einfach mal so eine Linie, eine längere. Option 1, Inhalte in den Direktbereich übergeben. Und wie machen wir das mit debug.print? Das kennen wir ja schon. Und hier kann man sagen, Anzahl A und ist gleich. Ja, das macht er jetzt nur deswegen. Die Anführungszeichen, weil ich das Rubber Duck drin habe. Ist gleich und Anzahl A. Achso. Ich sollte das nicht so. Also Anzahl A und ist gleich Anzahl A und ein Plus. Und Anzahl B. So, er soll mit dem kompletten Rechnungsschritt aufschreiben, den er hat. Sagt hier 28.500 plus 500 rechnet er jetzt. Eigentlich wären das ja minus Anzahl B, müsste ich hier noch rechnen. Hier nochmal beenden, da stimmt es gerade nicht, weil ich ja das später noch benutze, Anzahl B. Muss ich die Anzahl B einmal abziehen. So, das jetzt stimmt es auch. Er würde jetzt hier sagen 30.500 plus 500 sind 31.000. So rechnet er eigentlich. Wenn wir diesen Wert ja benutzt haben und den überschrieben haben. Das wissen wir nachher nicht mehr im Auswerten der Zahl. Das heißt, wir sehen hier, bis 32.500 geht's und dann kriegen wir einen Fehler. Das heißt, höher geht's nicht. Egal, wie oft ich das aussehen möchte. Jetzt wissen wir schon mal ungefähr, okay, wo liegt der Fehler? Kann man jetzt noch sagen, okay, in welchem Modul oder in welchem Bereich ist man jetzt gerade, kann man alles dazu schreiben. Aber das ist jetzt eine Notlösung. Wir nähern uns Stück für Stück einer professionellen Fehlerbehandlung an und welche Optionen uns zur Verfügung stehen. Also nicht wundern, wenn wir ganz bei den Basics anfangen. Ich kann natürlich sagen, ich möchte die Anzahl A, wie wir es auch schon im Skript gesehen haben damals, per Rechtsklick anklicken
kann sagen, ich möchte hier gerne eine Überwachung hinzufügen. Diese Überwachung, die wir haben, Anzahl A, nennt sich der Ausdruck, so heißt die Variable, die wir prüfen möchten, in der Prozedur Fehler erzeugen, da sind wir gerade drin, im Modul Fehlerbehandlung. So, und wir wollen einen Überwachungsausdruck erstmal haben. Okay. Und jetzt kriegen wir hier drüben, wenn wir schauen, ist es wahrscheinlich genau drüber, sehen wir jetzt hier Anzahl A, außerhalb des Kontexts, wenn ich das jetzt hier starte, debuggen, sehen wir hier jetzt hat es aktuell den Wert 32.500 und sollte ein Integer sein. Und wenn man jetzt aufpasst und auf das achtet, weiß man, okay, das Integer und 32.500 passt nicht. Nicht so richtig. Aber okay, wenn wir jetzt mal sagen, wir haben hier 32.100, hier kann ich auch Werte manipulieren. Und ich gehe hier weiter, geht noch immer nicht. Doch geht, auf 600 könnte ich kommen. 32.600 ein paar Gequetschte sind das dann. Nicht so optimal. Gut, jetzt wissen wir schon mal annäherungsmäßig, okay, wir haben die Werte hier liegen, man muss sie halt richtig lesen können. Das Problem jetzt dran ist, dass uns beide Informationen, der Rec-Bereich wie auch die Überwachungsausdrücke hier nicht will helfen. Sie verhindern den Fehler nicht. Also es ist nach wie vor diese Fehlermeldung da. Wenn ich das starte, kommt trotzdem für den Endkunden oder Endbenutzer diese Fehlermeldung. Wie kriegen wir das in den Griff? Ich lösche hier mal das alles raus. Die Anzahl aller sich drin. Ich könnte jetzt sagen, ich deklariere mir eine neue Variable, die nenne ich Fehler, es Boolean. Und die boolische Variable ist dann einfach mal Fehler, ist grundsätzlich erstmal false. Egal was passiert, das ist immer falsch. Hier mal so, Option. Die Option 2 wäre gewesen, Inhalte direkt bereich übergeben, Überwachungsausdruck anlegen, beispielsweise in meinem Fall Anzahl A. So, die dritte Option, die wir haben, ist ein Haltepunkt bei einer falschen Bedingung automatisch setzen. Und zwar ist es so, dass wir hier aktuell ja nicht stehen bleiben. Das heißt, wenn ich das jetzt hier ausführen würde und ich habe die Fehlerbehandlung deaktiviert, weiß ich ja nicht, dass wir plötzlich hier einen Fehler haben. Das Skript bleibt hängen und läuft eine Endlosschleife. Und ich bin vielleicht dann zu langsam dran, weil ich es nicht mitbekomme und kann mit Steuerung Pause, bis Altpause, kann ich dann nicht das Skript unterbrechen, wenn ich zu lange gewartet habe. Das ist super mühselig. Das heißt, der Haltepunkt, den können wir setzen mit debug.print, nicht debug.print, sondern debug.assert. Sorry. Und zwar arbeitet das Debug-Assert mit True oder mit False. Das heißt, bleibt stehen diese Zeile, wahr oder falsch. Das heißt, sobald hier die Bedingung wahr ist, bleibt das Skript hier stehen. Das heißt, wenn ich hier durchlaufen lasse, bleibt da hier bei True stehen, die nächste Zeile wäre False. Bei True ist er stehen geblieben. Das heißt, für uns, wir müssen hier eine Bedingung reinsetzen bei True. Das False können wir ignorieren. Und hier mal bitte stoppen. Und statt dem True können wir eine Bedingung setzen. Wenn zum Beispiel ich weiß, dass die Anzahl A größer ist oder gleich als zum Beispiel 35.500, dann möchte ich gerne, dass er stehen bleibt. Wenn ich das jetzt mache, bleibt er mit einem Ding direkt stehen. Er sagt hier, Entschuldigung. Es muss falsch sein. Es muss falsch sein. Kleiner oder gleich 35.000, sonst geht das nicht. Ja. Klick. So, jetzt läuft er durch. Sagt auch hier wieder ein Überlauf. Aber, kann man das hier nochmal anschauen. Müsste hier auf 35.000 gehen, sonst rechnen wir 40.000 hoch. Das ist richtig. So, nochmal rein. Nochmal ein Überlauffehler. 32.000, nicht 35.000. Ach, was mache ich denn? So, nochmal, jetzt bleibt er stehen. Ganz großes Kino. So, er rechnet hier durch. Er würde jetzt hier auf 500 kommen. Damit ist der Wert A höher. Er hatte vorhin 32.000. Jetzt hat er 32.500 und jetzt bleibt er stehen. Sagt er, das geht mal nicht, weil ich bin größer oder gleich 32.000. Damit kann ich einen Haltepunkt setzen. Das heißt, wenn ich das Skript auch außerhalb starte, kommt mit der Editor und bleibt erstmal stehen. Habe ich einen Haltepunkt. Macht für den End Benutzer auch keinen Sinn. Aber es ist fürs Programmieren ganz wichtig zu wissen, dass es hier Debug-Assert gibt. Also diese Funktion, die es mir ermöglicht, gewisse Haltepunkte zu setzen,
wenn ich irgendwo in den kritischen Bereich komme, wenn ich das vorher abschätzen kann, speziell wenn ich irgendwo Gefahr laufe, ich lese mir irgendwo eine Anzahl Datenzellen aus und stelle fest, wenn ich auf die Datenbank zugreife, dass die Variable zu klein ist. Wenn das passiert, dann kann ich entsprechend darauf reagieren und klicke einen Stopp und kann mir anschauen, wo das Problem liegt. Es ist immer noch keine Fehlerbehandlung. So, was können wir jetzt machen, um die Fehlerbehandlung zu bereinigen? Man könnte sagen, wir schalten die Fehler grundsätzlich. Ich würde hier oben gerne reinstellen. Fehlerbehandlung abschalten. On Error Resume Next. Das liest man immer wieder. Es braucht man schon ab und an, aber nur in speziellen Fällen. Da solltest du aufpassen. Mit dem On Error Resume Next sieht es nämlich so aus, dass er hier reinläuft und ignoriert alle Fehler. Wenn ich jetzt sage, ich habe hier 32.000, ist ja egal, wir haben ja hier gerade einen Stopp drinnen. Kann ja nicht viel passieren. Ich gehe hier einfach mal weiter, erstmal stoppen, nochmal neu. Und jetzt haben wir hier oben angewiesen, dass VB, dass er hier keine Fehler mehr anzeigen soll. Jetzt bleibt er nur hier stehen. Wir haben hier 32.500. Und jetzt bleibt die Zelle immer gleich, wie man hier sieht. Es ändert sich nichts mehr, weil er kann ja die Integer-Variable nicht weiter erhöhen. Es hat ja keinen Platz mehr, die Zahl da drin. Er sagt, ja, das geht nicht, dann lasse ich den Rest fallen. Ich kann es halt nicht umwandeln. Die Zelle wird damit, also die hier, wird entsprechend nicht mehr berechnet und nicht mehr bearbeitet. Nur das kriegst du dann nicht mehr mit. Das ist sehr gefährlich. Normalerweise geht man immer her, und nachdem ein Schleifer durch ist oder nachdem ein gefährlicher Bereich durch ist, schalte ich die Fehlerbehandlung wieder ein. Fehlerbehandlung reaktivieren mit on error goto 0. Das heißt, goto 0 heißt, geh auf die nullte Zeile. Und das geht halt nicht. Beziehungsweise on error resume next ist, heißt dann, überspring die Zeile und mach die nächste. Egal was dann kommt. Das geht hier weiter. Okay, so, wir wissen jetzt schon mal, nichts optimal. Wir haben auch immer keine Prüfung. Wir rechnen hier immer noch weiter. Und auch wenn ich das hier lösche und wieder weitermache, wir kommen hier irgendwie nicht mehr raus. Also ja, außer mit Stopp hier oben. Das heißt, ich brauche irgendwas, mit dem ich prüfen kann. Dazu gibt es einen Fehlercode. Der nennt sich Error Number. Und zwar sieht das so aus. Beziehungsweise hier vielleicht nicht. Machen wir das mal so. Option 4 wird das. Fehler kurz auslesen. Das ist großartig. Ich habe den Fehler noch drin reingeschrieben. Bevor wir das mit dem Fehler kurz auslesen machen, das wird Option 5. Das ist aber das Problem, wenn man das live macht. Also ich schreibe mir ja keine Skripte. Ich überlege mir, was ich machen möchte und mache dann mal frei drauf los. Hat offensichtlich manche Leute echt einen Charme, wenn man das so macht, dass das nicht so durchgeskriptet ist, dass man das wirklich live erklärt und da passieren halt Fehler. Die vierte Option, was ich übersehen hatte. Wir hatten ja vorhin eine Fehlervariable auf false gestellt. Die habe ich ja nicht berücksichtigt. Verwende einen Überwachungsausdruck zum Stoppen des Skripts. Es ist so ähnlich wie der Haltepunkt, den wir gerade eben hatten, nur dass ich das nicht hier in die Zeile schreibe, sondern ich möchte das gerne über den Code machen. Also über die Überwachungsausdrücke. Nur einmalig. Das heißt, ich setze hier dann, muss ich jetzt einen Fehlercode setzen. Dazu kann ich sagen, ich möchte hier die Fehlernummer abgleichen. Und zwar mit if error. Gibt es eine Number, ist eine Fehlernummer. Wenn die größer oder kleiner 0 ist, dann soll irgendwas passieren. Und zwar hätte ich gerne hier, dass dann hier der Fehler, den wir die boolische Variable auf true setzen. So, wenn wir diese Variable auf true setzen, dann kann ich jetzt sagen, ich möchte diesen Fehler überwachen. Und zwar hier wieder mit Überwachung hinzufügen. Und hier kann ich sagen, unterbrich, wenn dieser Wert true wird. Wenn dieser Wert wahr wird, dann brich bitte ab. So, jetzt haben wir hier, man sieht es am Logo ganz klein. Okay, ich bin nicht über dem Bild. Ich klappe das hier mal rein, dass man das auch noch sieht. Hier steht nur das Modul drin, wo wir gerade sind, und die Funktion oder die Prozedur. Und hier sagt er auch, Fehler wird hier überprüft und das ist ein Überwachungsausdruck. Das heißt, wenn ich hier reingehe, bleibt er auch hier stehen, weil der Fehler wahr geworden ist. Es war ganz kurz, hat man es gesehen, ich gehe nochmal rein. Der Fehler ist auch falsch. Ich gehe weiter.
Jetzt wird der Fehler wahr. Demnächst. Jetzt ist der Fehler wahr. Jetzt sind wir nämlich hier in diesem Problembereich. Ich gehe auf True. So, und jetzt bleibt das eigentlich auch stehen hier. Das heißt, einmal geht's durch beim zweiten Mal und jetzt geht er hier rein und markiert uns auch diese Zeile violett. Also meine Systemfarbe, wie auch hier unten. Und ich sage, okay, der Fehler ist jetzt wahr geworden. Drum bleibt das Skript stehen. Er sagt, hier ist das passiert bei endif. Dann kann ich schauen, warum, weil die Fehlernummer ungleich 0 war und was haben wir da für Schmifu gehabt? Ach, das hier. Okay. Kann man so machen. Geht aber noch etwas eleganter. Jetzt könnte ich sagen, der Fehler ist true und ich habe mir das so angezeigt. Fehler kurz auslesen hatten wir eigentlich jetzt hier schon drinnen. Option 4 und eigentlich auch die Option 5 könnten wir hier dazu setzen. Das sind die Fehlercodes, sind die ja echt die Error Number, sind ja auch die Fehlercodes. Wenn wir das hier haben, können wir sagen, okay, dann brechen wir entsprechend ab. Wenn wir sagen, wir haben einen Fehler, könnte ich das eben so machen. Und gut, das ist Luxus, was ich hier mache, aber ja, das ist jetzt natürlich nicht ganz überlegt, weil das alles live gecodet ist, ohne viel probieren. Option 6, Befehlerskript abbrechen, ist die nächste Option, die wir haben. Das heißt, auch hier wieder if error number, das hätte ich auch oben schreiben können, zur besseren Lesbarkeit lassen wir hier unten. Wenn das nicht 0 ist, dann würde ich gerne hier einfach eine Exit Sub in dem Fall machen. Geh einfach, steig aus der Sub aus. Also das Skript brechen wir nicht ab. Befehler, diese Prozedur abbrechen. Er springt halt zurück von unserem Aufruf. Also man erinnert sich, hier oben rufen wir dreimal Fehlerzeugen auf dann und dann würde er dreimal hier reinspringen. Hier könnte ich noch einen Debug Print setzen. Abbruch bei Option 6. Dann wissen wir auch, okay, hier ist das passiert, steht hier auch Abbruch bei Option 6. Und wenn ich das hier so mache, hier oben laufen lasse, die Anzahl der Zeilen lasse ich mal weg, die brauchen wir erstmal nicht. Und diese Stopp-Mitteilung möchte ich auch nicht haben, erstmal. Und wir starten hier oben unsere dreimal Aufrufen-Geschichte. Dann sagt er hier, einmal bleibt er stehen, weil der Fehler wahr ist. Das hätten wir uns auch sparen können, eigentlich. Wupp. Und hier geht's weiter. Jetzt habe ich dreimal Option 6 bekommen. Das heißt, wir sind dreimal in diesen Call gegangen und dreimal hatten wir den gleichen Fehler hier. Genau hier ist er reingegangen. Er sagt, der Error Number ist nicht. Das könnten wir jetzt noch erweitern, indem wir sagen, debug.print zum Beispiel die Fehlernummer ist dann die Error.number, hatten wir hier. Dann gibt es hier debug.print, dann gibt es hier die Fehlerbeschreibung, die uns Excel zurückliefert. Und die Error Description nennt sich das auf Englisch. Ich mache das mal ein bisschen hübscher, dass das so ein bisschen rumfliegt. Debug.print, hier bitte eine Leertaste rein. Und hier gibt es noch was von Interesse, es ist sowas, das ist die Quelle, die Fehlerquelle. Und die Fehlerquelle ist relativ wenig aussagend, aber wir machen es mal dazu, Source. Die Source ist nämlich der Name unseres VBA-Projekts und ich habe das bereits VBA-Fehlerbehandlung genannt. Hier oben. Und dieser Name wird angezeigt. Also es wird jetzt so nicht das Modul angezeigt oder gar die Prozedur, wo wir gerade drin stecken. Also was man hier im Kontext sieht, das sehen wir hier halt nicht. Lieber Punkt Print, dann haben wir hier Error.HelpContext, Last ID, Number, haben wir schon, Race. Bringt das nicht viel. Clear, wir halt Fehler löschen, da kommen wir später dazu. Und HelpContext. Kontext, glaube ich, war das. Wenn mich nicht alles irrt, Fehlerkontext. Fehlerkontext. So. Okay. Und den hier dazu hängen. So, das heißt, wenn ich den jetzt starte, Fehlerkontext ist dann die Zahl hier. Das bringt uns leider gar nichts. Ach, Help-Kontext. Das war nicht gedacht. Help-Kontext. Help-File. Last. Die Error. Das ist leider Kontext. Auch wieder 0. Überlauf. VBA, Fehlerbehandlung wieder dahin geschrieben. Da kann man es durchprobieren. Was haben wir denn hier alles für Möglichkeiten? Help-File haben wir keins angeführt bei der Datei, das bringt uns nichts. Description und Name haben wir uns sowas auch. Das heißt, wir haben hier keine Möglichkeit,
hier irgendwie die Kontextinformation abzurufen. Das ist sehr, sehr schade. Das kann es leider bis heute nicht, die Programmiersprache, um zu sagen, hier ist der Fehler. Auf dieser Zeile, in diesem Modul. Oder von was kommt der her? Es ist kein, kein Java IDE Editor, der was das wirklich selbstständig findet, sagt, der Fehler liegt dort in der Zeile, weil das Ergebnis wird dort ausgerechnet und liefert dann in einer ganz anderen Prozedur den Fehler hin. Das kriegen wir im VBA nicht so hin. Aber so kann ich das eben machen, dass ich sehen kann, okay, pack, läuft durch und ich kriege eben die Fehlernummerübersicht. Außerdem sollte ich überall noch eine Zeile rein. Alles weg hier und so, jetzt. Abbruch bei Option 6, Fehlernummer 6, Überlauf, VBA, Fehlerbehandlung hat den Fehler verursacht. Nur das ist auch sehr naheliegend, wenn ich mit einem VBA-Modul arbeite, also Modul nicht, mit diesem VBA-Projekt, mit einem, dass das, das eine Projekt sein muss, mit dem ich gerade arbeite. Bringt uns also auch nicht so viel. Gut. Das ist mal die Sache mit Error Number. Das ist schon mal besser als nichts. Es ist natürlich die Einser-Frage. Wenn ich jetzt sage, ich mache hier zum Beispiel die Fehlerbehandlung, möchte ich vielleicht gar nicht hier setzen. Aus irgendwelchen Gründen, sondern ich möchte hier oben setzen. Schalten wir hier, bevor wir die voraufrufen, und Error Go to Next. Wir wissen ja schon, wir müssen hier die Fehlerbehandlung reaktivieren mit On Error Go to 0. Und das On Error Go to 0 werfen wir hier raus. So, was denkst du, passiert jetzt, wenn ich das hier so stehen lasse? Und die Error Number prüfen wir ab und der bricht ab. Das ist alles okay. Und das hier können wir alles gerne hier ignorieren. Das ist sonst jetzt für uns irrelevant. Weg damit. Dafür hätte ich gern hier den Durchlauf gesehen. Das heißt, ich hätte gern hier den Debug Print, hätte ich gern den Durchlauf und den Zähler dazu. Was wirst jetzt, glaubst du, passieren, wenn ich hier in die OnErrorResumNext reingehe, dann hier auf den Zähler wechsle und wir dann einfach die Calls aufrufen, dreimal in Folge. Was wird passieren? Wird der Fehler hier durchlaufen? Also bleibt das Skript direkt stehen oder wird er zurückspringen wieder in diese dreimal aufrufen? Wir starten das mal. Und er macht alle drei Durchläufe. Jetzt weißt du auch, warum das wichtig ist, den OnErrorResumNext immer wieder korrekt umzustellen. Das heißt, wenn ich das jetzt hier nicht hätte, dann würde ich ja schon beim ersten Anlauf hier stehen bleiben. Das Problem ist, du weißt nicht mehr, dass hier Fehler passiert sind. Du kannst es nicht mehr prüfen. Das heißt, das mit OnErrorResumNext ist ein bisschen problematisch. Die würde ich hier nicht reinsetzen. Stattdessen gibt es andere Lösungen. Und die setzen wir wieder vor die Duschleife. Das war schon ganz okay. Aber es gibt noch andere Lösungen, wie man das machen kann. Ich habe ja hier schon mit einer Variable gearbeitet. Ich könnte hier jetzt sagen, zum Beispiel dem Fehlernummer, es reicht eine Byte. So, und die Fehlernummer ist erstmal 0. Ist eine Bytezahl. So, was möchte ich jetzt erreichen? Wenn ich jetzt sage, es gibt hier einen Fehler, dann würde ich gerne zum Beispiel hier sagen, setze Fehlerindex auf 1. Dann sage ich mal, hier könnte ein Fehler passieren. Fehler erzeugen ist gleich 1. Fehlernummer ist 1. So, ich setze jetzt hier einfach meine Hilfsvariable auf den Wert 1. Was bringt mir das jetzt? Jetzt macht ihr hier den Fehler. Ja, raschelt einfach drüber. Hopp. Und macht den Loop. Es hat sich ja nicht viel verändert. Wenn ich jetzt sage, ich möchte eine zweite Berechnung durchführen, die auch nicht geht, zum Beispiel Anzahl A ist gleich Anzahl A dividiert durch 0. Und durch 0 kann man nicht dividieren, das ergibt automatisch einen Fehler. Dann könnte ich jetzt sagen, ich mache hier noch eine zweite Fehlermeldung. Setze Fehlerindex auf 2. Das heißt, ich werde für jede Möglichkeit einfach eine eigene Zahl definieren. Jetzt kann ich mir einen benutzerdefinierten Fehlercode zusammenschreiben. Was meine ich damit? Wir könnten damit sagen, dass wir sagen, wir nehmen nicht OnErrorResumNext, sondern eine manuelle Fehlerbehandlung
verwenden. Und zwar läuft es auch mit onError, aber nicht resume, sondern goto. Und dann gebe ich eine Sprungmarke an, die ich selber reschreiben kann. Zum Beispiel Fehlerbehandlung. Das wird auch gerne onError goto error Händler wird das gern genannt. Falls du das irgendwo siehst, das ist quasi die englische Bezeichnung dazu. Ich schreibe hier die deutsche. Ich habe das hier Fehlerbehandlung genannt. Das kopiere ich mir einfach mal. Und am Ende meines Skripts, ganz unten, schreibe ich einfach diesen Text rein und mache einen Doppelpunkt. Damit weiß VBA, hey, das ist ein Label, ein sogenannter Sprungpunkt. Wichtig ist jetzt, dass wir hier sagen können, wir haben hier mehrere Fehlermöglichkeiten. Wenn die Fehlernummer ist gleich 1, then, else, if, Fehlernummer ist gleich 2, then, and if. So, hier brechen wir ab und hier sowieso die 1 ab. Hier kann ich sagen, Messagebox, sage ich jetzt einfach mal Fehler 1 und Fehler 1 war, dass wir gesagt haben, int zu klein. Und die else, was wir hier haben, else ist 2, messagebox ist Fehler 2 und das war hier Division durch 0, Rufzeichen. Hash Division durch 0, genauso wie es Excel auch schreibt. So, das heißt, je nachdem was zutrifft, kriege ich eine eigene Messagebox. Ich kann diesen Bereich komplett ausschmücken, ich kann mir hier eigene Formulare anzeigen lassen, ich sage, hier gibt es ein Fehlermeldungsformular, hier gibt es einen. Oder die Datei kann nicht geschrieben werden, zum Beispiel ich exportiere eine Datei und der Pfad existiert nicht. Dann hätte ich einen Fehler beim Schreiben in die Datei mit einfachen Mitteln, wenn ich jetzt nicht auf Bibliotheken zugreifen möchte, kann sagen, okay, ich konnte die Datei nicht schreiben, weil das Verzeichnis nicht existiert. Als Beispiel. In der zweiten Variante könnte ich probieren, ich versuche das Verzeichnis anzulegen, aber es ist aus irgendwelchen Gründen nicht existent. Das Laufwerk gibt es nicht. Die externe Festplatte zum Beispiel. Oder das Laufwerk ist schreibgeschützt oder es ist voll. Und die Sachen kann ich alle der Reihe nach abprüfen mit einer solchen Fehlerbehandlung. Welchen Vorteil hat das Ganze? Ich kann mir diesen kompletten Block hier sparen. Mit if error number. Den kann man komplett sparen. Den brauchen wir gar nicht mehr. Ich brauche nur diese Fehlerbehandlung und die setze ich hier oben einmal rein. Und damit weiß automatisch das Skript, okay, spring hier runter, übergeh den Rest und brich auch die Loop-Schleife ab. Und wir gehen hier rein, er prüft die Fehlernummer, die wir vorher definiert haben, eben bevor es passieren kann, Fehlernummer 1, das wäre dann diese Anzahlsberechnung. Fehlernummer 2 haben wir jetzt, Anzahl A-Division durch 0, auch hier wieder Fehler, bei der nächsten hätte ich eben Fehlernummer ist gleich 3. Also ich kann das einfach so hochziehen, durchnummerieren. Ich könnte auch mit Texten arbeiten, wenn ich einen String habe. Er sagt, das ist div 0 oder das ist dann eine Info, weil ich die Fehlernummern halt so nicht benutzen möchte. Kann ich auch hier einen String setzen, wenn ich entsprechend eine String-Variable prüfe. Ist halt länger. Also ich bleibe dann hier bei Zahlen eher 1, 2, 3 und weil ich sage, das ist der Fehler 1, ist int zu klein, Fehler 2 ist Division durch 0 und so fort. Und eins von denen trifft sicher zu, die Messagebox taucht auf und dann geht es 1 ab. Das heißt, wenn ich das jetzt ausführe, wupp, Fehler 2, Division durch 0. So, jetzt kann ich sagen, ich dividiere es erstmal nicht mehr durch 0. Und starte wieder, kriege ich Fehler 1, int ist zu klein. Weil ja vorher, vor dieser fehlerhaften Berechnung, wir die Fehlernummer auf 1 gesetzt haben, der Fehler tritt auf und statt einer Meldung springt er hier runter. Und man kann hier das relativ gut aufbereiten. Okay, schon mal nicht schlecht. Wie arbeitet jetzt eigentlich die Sache? Also wenn ich jetzt sage, ich gehe hier an error code Fehlerbehandlung, okay, da springt hier runter und passt, end if. Das onErrorGoto 0 sollte man auf jeden Fall hier unten dann nochmal hinstellen. Das heißt, onErrorGoto 0, also die Fehlerbehandlung reaktivieren. Reaktivieren. Fehlerbehandlung, das passiert mir wieder, der Buchstabendreher hier. Und kann ich ihm sagen, wenn Fehler 1 eingestellt war, das ist eben zu klein, dann kann ich sagen, wenn hier wenn Fehler 2 eingestellt war, das heißt Division durch 0, dann kann mir so ein bisschen helfen. Dann weiß man später auch, was das ist. So, die Fehlerbehandlung steht für sich. Wie das jetzt läuft, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache das jetzt kleiner und sagen wir mal
Ich mache hier unten eine Abbruchbedingung. Die hat jetzt mit der Fehlerbehandlung so nichts zu tun, aber if Anzahl A ist größer als 10.000, then exit do. Exit do. Ist eine Do-Schleife, ne? Do-Loop haben wir gemacht, ja. Exit do. Also wenn wir 10.000 haben, soll er bitte abbrechen. Was wird jetzt passieren, wenn ich das so lasse? Er bringt mir eine Fehlerdivision durch 0, Fehler 2. Warum? Wir haben noch gar nicht mehr durch 2 dividiert, das haben wir doch hier, das ist gar nicht mehr aktiv. Es kommt daher, dass wir hier nach dem Loop direkt in die Fehlerbehandlung weitergehen. Und die letzte Zahl, die wir hatten, war Fehler Nummer 2. Ist unabhängig, ob das jetzt passiert ist oder nicht. Wir haben jetzt hier keine Error Number, keine Fehlernummer. Aber um das zu verhindern, muss ich hier noch eine Exit absetzen. Damit ich hier wieder aus dem Modul aussteige. Also das Modul nicht, also die Prozedur vor dem Erreichen der Fehlerbehandlung schließen. Und jetzt kann ich das auch problemlos hier oben starten. Das heißt, wenn ich das hier benutze, das Fehlerbehandlung reaktivieren, kannst du jetzt sparen, weil nur dann, ne, sparen wir uns nicht, lass drin. Sicher ist sicher. Klick, aktivieren, Durchlauf 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Man sieht hier ganz schnell, dass das hier durchläuft. Ja, und damit kannst du hoffentlich einige Fehler finden und auch bereinigen und auch besser handhaben. Und ich lerne ja auch beim VB laufend was Neues dazu. Geht ja mir nicht anders, also speziell, wenn ich viel damit arbeite jetzt. Und ja, ich würde mal sagen, vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Ich habe zum Beispiel das mit Debug Assert noch kaum in irgendeinem Schulungsvideo gesehen, auch wenn ich es immer wieder hinschreibe in den Kommentaren. Interessiert irgendwie keinen, dass das auch gibt, dass es hier einen Stopphaltepunkt gibt, den man definieren kann. Dann eben Wartungsausdrücke zum Stoppen des Skripts auch noch nutzen kann, wie hier Fehler, wie es genannt hatte. Wenn Fehler true, wenn das true ist, bleibt er stehen. Oder eben, wenn sich ein Wert ändert, das hätte ich auch machen können, statt true, einfach, wenn ich sage 0, 1, 2, wenn der Fehlercode anders wird, soll er stoppen. Bringt halt nicht so viel. Und da die Bedingung hier habe ich nur, damit er eben die Schleife abbricht. Um mehr geht es hier nicht. Ja, ansonsten brechen wir hier noch die ganze Sache ab, bevor wir zur Fehlerbehandlung kommen, sonst wieder hier durcheiern. Und hier macht dann nur die Fehlermeldung, die eben zutrifft. Wenn das Video was gebracht hat, wenn du meinst, dass mit dem kannst du was anfangen, gerne einen Daumen hoch da lassen, einen Kommentar unten rein, wenn du möchtest, gerne abonnieren und die Glocke für nächste Videos, um nichts zu verpassen. Ja, dann einmal groß machen. In dem Sinne, habe ich gefreut, wenn du bis jetzt dran geblieben bist. Ich versuche in Zukunft wieder mehr Videos zu schneiden. Das ist allerdings alles sehr zeitaufwendig und ich arbeite dran. Aber ja, da ich kein Geld mit dem Kanal verdiene, macht es wenig Sinn, hier zu viel Energie reinzustecken. Das ist eher so ein Hobbyprojekt von mir nebenbei. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Euer Mike.